Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Das Intro, die Einführung für dieses Video ist irgendwie verschwunden, abhandengekommen. Wir sind jetzt im Technikmuseum Speyer, haben gedacht, es gibt ein Oldtimer-Treffen, deswegen müssen wir hinten parken und es standen sehr viele Autos überall. Das war ein Irrtum und warum, seht ihr jetzt. Ich korrigiere, das ist kein Oldtimer-Treffen, sondern das ist das Benzingespräch beim Frühshoppen. Ich tauge nix. Alles für den Dackel, alles für den Klopp. War nicht schon immer so? Der erste Butterfly dieses Jahr. Ich habe kein Wort verstanden. Erste Butterfly dieses Jahr im Technikmuseum Speyer. Counten tue ich die Dinger übrigens nicht mehr. Ich habe das Butterfly 35 oder so. So ein Blödsinn. 10 Jahre später. Aber das ist gut eigentlich. Ich habe schon länger ausgependelt. Du bist noch nicht fertig. Ich fahre sowas zum ersten Mal. Ja. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Überraschenderweise hat es es erstmal jetzt in den Außenbereich verschlagen. Hier steht ein Butterfly, den habe ich jetzt gerade mal gemacht, um mit einzutragen. Ich counte die ganz zwar nicht mehr, aber ihr wisst Bescheid. Zwei Nautic Jets, so kleine Autos mit Münzeinwurf. Hier diese Seilbahn von Sunkit Hege. Und im Außenbereich gibt es einiges an großen Fluggeräten zu begutachten. Ist Frage. Und Schiff. Gehen wir wieder rein oder bleiben wir hier? Wir gehen gerade nicht so viel los. Wir gehen in die Antonov, aber nicht die, die jetzt kaputt ist. Ach ja? War jetzt weiter. Nee, das ist nichts. Wahnsinn. Und das ist nicht das Größte. Und wie groß das einfach ist, wie viel du hier reinkriegst. Beeindruckend. Ich habe euch den Lunar Loop noch unterschlagen, sehe ich gerade von hier oben. Damit ihr jetzt nicht so dumm sterben müsst wie das Kind der einen Frau, der Smooth. Smooth. Ist nicht nur der Mitarbeiter, er ist der Koch. Das ist sicher das Smooth, nicht das. Nee, Smoothie sagen wir immer. Ja. Und die Kurie ist das Bett, falls noch jemand wissen will. Das ist der Nachname. Smooth Kochi. Wir sind jetzt hier halt in einem U-Boot. Geräumig. Sehr schön. Noch mehr Betten. Ach Gott. Geht doch noch. Da könnt ihr nur laufen. Ein bisschen
Sie muss stehen. Ist hier der Dock oder was? 1993 war es das letzte Mal. Im Wasser? Besetzt. Besetzt? Nee, wie sagt man das denn? Ja, im Wasser. Mit Menschen. Ja, hier, ganz gemütlich. Ach ja, muss man mögen. Die Küche. Und ne, damit die Töpfe nicht wegfliegen. Kühlschrank. Ja, alles natürlich so 80 Millionen Mal hier. Alles wird verschwindet, ja. Aber auch jede Ecke ausgenutzt. Steuerbord machen wir. Hier schläft der Kommandant. Guck mal, der hat es müssen. Naja, aber der hat keine Tür. Der hat den Vorhang. Ja. Weil ich wahrscheinlich die ganze Zeit um den Tisch gehen muss. Alter. Was ist das für Steuer? Ich guck mal. So. Da weiß doch keiner, für was welcher Regler hier. Sie drehen doch einfach nur da drum. Ach so, das ist die Tauchzentrale. Ja. Und damit stellst du ein, dass der Kutter runtergeht. Wie auch immer. Okay, los geht's. Ist noch schön. Alter. Ist das geil, ey. Ja, los geht's. Ja. Da gehört der Rucksack hin. Das hier geht. Ach, hier ist ein Klo. Oh. Hier ist das Klo. Ja, wir sind hier gerade auf dem Weg. Da ist die Toilette. Ach, ist auch gerade besetzt. Okay, los geht's. Kannst du mal auf Toilette gehen? Der Maschinenraum. Geil, ey. Das ist richtig cool. Krass, krass, krass. So ein U-Boot ist schon eine coole Sache. Aber nicht, um da drin rumzujuckern. Wenn du nicht mehr hören kannst, dann ist er ganz klar. So, Kingosch, wir sind jetzt gerade mit dem Außengelände Ost angefangen und auch fertig. Und jetzt gehen wir zum Außengelände West, bevor wir euch noch die Indoor-Sachen zeigen. Außengelände West glänzt natürlich mit seiner Boeing 747. Sind wir schon geflogen, jetzt werden wir uns da nicht mit hochquetschen, weil da gehen alle hin, das ist die Hauptattraktion. Und man kann da aber auch runterrutschen, scheinbar. Aber ich kenne es fliegen, da braucht man nicht stehen. Man braucht jemand ein Stück Berliner Mauer. Sieht natürlich schon krank aus, so der Hobel so von unten, wenn er da aufgeständert ist. Das ist schon krass. Ding hier, ne? Sonntags, ne? Alle mit Kindern sind hier alle. Das hätte ich eigentlich nicht gedacht. Jetzt waren nicht so viele Kinder, aber wir waren, glaube ich, lange unter der Woche. Willst du einen Transrapid? Ja, da würde ich rein gehen. Ah, ja, hör mal dein Handy und an den Magneten. meine EC-Karte. Ja, gute Idee. So, jetzt wird es aber richtig spannend. Wir sind noch nicht durch mit dem Außenbereich West, aber wir gehen jetzt in die Raumfahrthalle. Da habe ich richtig Bock drauf, weil da ein Space Shuttle steht. Ja, let's see. Thank you.
so froh, dass ich das nie fahren musste. Ja, hätte ich mir uns vorstellen können im Betrieb, dass die sowas geholt hätten. Und was echt geil ist, Race Trucks. Das, da war ich beim Nürburgring beim Truck Race. Das war gut. Das war gut. Sollte ich mal sterben, wisst ihr, auf was für ein Fahrzeug ihr achten müsst, wenn ich dann zum Friedhof gebracht werde. Dieses. Die Oberfläche von dem Space Shuttle sieht aus, als ob das komplett mit Post-its voll wäre. Ich beantrage jetzt auch einen Platz für Uschi in einem Museum, denn du bist genauso gut wie Felix Baumgartner, der ist auch nur gefallen. Mir fällt es auch nur. Du machst es sogar öfter als der. Du machst es einmal. Nix können. Ich kann danach operiert werden. Kleiner Fact noch dabei, dieses Space Shuttle unter uns, die Buran, war ein einziges Mal im Weltall, aber sie war da. Schon krass, also total absurd. Und ist auch unbemannt da hochgeflogen. Ach, du Schatz.
Fröder. Fröder Premium Pips. Das ist ein Ball. Würde ein Flugzeug aussehen, wenn ich das fliege oder lande. Was ist? Seit der Eröffnung hat er hier Airshow-Fliegen gemacht. Oh. Bis der den Unfall hatte, dann wird das ein Ausstellungsstück. Nein. Ja. Passiert. Ach so, hier. Den ist hier noch unten gehen. Jetzt habe ich das jetzt gesehen. Ich dachte, das wäre ein Stützen. Nein. Ich gar nicht gedacht, also, das ist das Tragflächenboot. Dieser Mack hat übrigens nichts mit den Mackis zu tun, die einen Freizeitpark haben. So ein Amphibienfahrzeug. Klar. Finde ich so cool, ne? Ist das nicht ein Brückenpanzer? Beides. Beides? Ich sehe das Schild nicht. Brücken- und Übersetzungsfahrzeug. Es kann auch Google. Google Übersetzer hat von dem Fahrzeug seine Kenntnisse. Der Gerät ist deutsch-französisch. Ah, deutsch-französisch translated, dieses Gerät. Ja, genau. Gewässerübergänge wurden damit geschafft. Ja, Brücken. 4 Soldaten sind da drin. Also jetzt gerade wahrscheinlich nicht. Ja, das kam vom in Speyer stationierten Pionierregiment. Regiment heißt das Wort. Der französischen Streitkräfte. Ja, das hat er gerade übersetzt auch noch in meinen Knopf im Ohr. Simultan. Genau. Ich finde das Logo finde ich aber richtig geil. Die Finger drin. Das ist ein geiles Tattoo-Motiv. Na, und das dann ist die Brücke da oben, die wird ausgeklappt. Der fällt ins Wasser und macht so, der fährt in die zum Fluss. Ja, fährt der vor, fährt ne? In die Mitte rein? Dann klappt ja, der draußen ja, da hydraulisch aus, siehst du. Gluck, gluck. Eigentlich nicht doof. Da steht ein Pushback, den finde ich richtig cool, aber das ist ein Klettergeriss geworden. Es gibt ja auch nicht genug Spielplätze. Richtig, es gibt viel zu wenig Spielplätze hier. Pushback wollte ich auch immer fahren, die habe ich nicht genommen. Also, wirklich, es gab nicht viele Jobs, wo ich mich mal beworben habe, wo ich nicht genommen wurde. Das ging jetzt arrogant, aber ich habe mich halt nicht oft beworben. und die wollte mich nicht, ich wollte immer Pushback fahren. Ich fand das voll cool. Ich finde es auch cool, dass der Zug da komplett aufgeständert ist. Und ein Krokodil vorne dran. Nee, also Pushback hätte ich gern gemacht, aber nicht so ein. Nein. Das wäre doof. Halt so aus bei Disney. Ich finde aber den Sattelleiterwagen von den Amis richtig geil. Ey. Bist du da? Achso, das höre ich gerade.
Das war unser Video zum Tischmuseum Speyer. Ui, cool. Wir haben euch selbstverständlich nicht alles gezeigt. Ihr dürft gerne hier selber vorbeikommen. Zum Beispiel gibt es auch noch den Wilhelmsbau. Komplettes Gebäude, wo noch was drin ist, das wir euch nicht gezeigt haben. Und natürlich haben wir euch nicht alle Exponate in den verschiedenen Bereichen gezeigt. Wenn du fit im Kopf bist und keine Ahnung was, kannst du Sinsheim Speyer an einem Tag machen, wenn du dir Zeit lässt, alles liest, guckst, erklärst, brauchst du natürlich pro Technikmuseum einen ganzen Tag. Die sind aber nicht beide weit auseinander und kann man, glaube ich, ganz gut kombinieren. Vor allem, wenn du eine Karte von hier hast, kannst du in einem, also wenn du eine von Speyer hast, kannst du in Sinsheim oder in Sinsheim hast, wahrscheinlich dann auch in Speyer, günstiger rein zum Gruppenpreis. Wer jetzt die Preise abcheckt im Internet, wird sich vielleicht wundern, dass die sehr hoch sind, die Eintrittspreise für ein Museum. Das ist richtig. Lässt sich ja nicht leugnen mit, was haben wir jetzt bezahlt? 19 Euro pro Person. Ja, 19 Euro für einen Erwachsenen. Das ist aber kein staatlich gefördertes, wie auch immer, Museum, sondern das ist ein Verein. Und quasi privat, die das machen, die beiden Technikmuseen. Und daher dann dieser Eintrittspreis, weil die sich ja nur darüber finanzieren können. Scheint aber auch nicht wirklich viele Leute abzuhalten, war auf jeden Fall gut besucht heute. Sehr cool, macht Bock, finde ich spannend, interessant, kannst ein paar geile Sachen angucken, ja. Nee, also hat sich auch sehr gut verlaufen eigentlich, finde ich, das finde ich gut. Man muss jetzt sehen, wo ultra lange stehen, um sich was anzugucken oder so. Ja, das dazu und ansonsten würde ich sagen, haben wir alles erzählt, oder? Ja. Dann eure Meinung in die Kommentare, wart ihr schon mal hier, kennt ihr das? Also ich glaube, dass einige schon mal hier waren. Ja. Wir sind raus, ihr seid die coolsten. Eure verschwundene Uschi. Darüber, euer Flugzeug und euer Bro. Peace.